Hallo liebe User und herzlich willkommen zur BAFT Show in dieser Woche. Und wir haben uns gedacht, bei dem geilen Wetter verlassen wir mal das miefige Büro und begeben uns hier in unser Freiluftstudio komplett mit Greenscreen. Ja, wir dachten uns, wir gehen mal mit gutem Beispiel voraus. Bei so schönem Wetter darf man ja auch gerne mal rausgehen. Aber man darf natürlich auch gerne auf den Testservern zu World of Warcraft Patch 4.2 spielen. Und da hätten wir euch gerne noch ein bisschen mehr gezeigt, als wir euch jetzt zeigen, weil wie das bei Testservern so ist, hin und wieder geht da technisch mal was schief und dann funktioniert das nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Können wir auch nichts machen. Aber ein paar neue Impressionen aus den täglichen Questgebieten und vor allem aus den Feuerlanden können wir euch zeigen. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch. Ja, Film ab. Denjenigen, die unser Daily Quest Tagebuch verfolgt haben, kommen diese Szenen schon bekannt vor. Das ist das tägliche Questgebiet in den Feuerlanden, das mit Patch 4.2 zu World of Warcraft Cataclysm hinzugefügt wird. Und wir zeigen euch dieses hier noch einmal, weil wir insbesondere zeigen wollen, wie sich das unterscheidet mit dem Phasing. Denn wir haben diesmal beispielsweise Quests für diese flammenden Hunde und für diese kleinen Feuerelementare. Die großen Magma-Riesen beispielsweise, die Spieler schon oder aufmerksame BAFT-User schon aus unserem Daily-Quest-Tagebuch kennen, die gibt es in dieser Phase nicht, weil wir keine Quests dafür haben. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, dass das quasi immer automatisch angepasst wird an das, was man gerade braucht. Ja, so hat man nicht irgendwelche Mobs, die nur nerven zwischendrin. Und es wäre natürlich auch unpassend, wenn man das Quest für die Hunde hätte und dann wären die Riesen da. Richtig. Und umgekehrt. Würde nicht so funktionieren. Oder es wäre alles da, das wäre dann total voll und ein bisschen nervig. Und da wir auch gerade schon mal in den Feuerlanden da drin sind, wollen wir euch natürlich auch zeigen, wie es da aussieht. Das erinnert natürlich sehr an den Stil der Feuerlande-Raid-Instanz. Mit ein paar kleinen Details. Hier seht ihr auf der linken Seite die Magma-Riesen, die mit vor ein paar Patches waren, die noch ein bisschen größer und beeindruckender. Jetzt sind sie leider etwas kleiner geworden. Sind eingelaufen in der Waschmaschine. Genau. Dann haben wir hier ein Uhrturm stehen. Wir haben momentan noch keinen blassen Schimmer, wofür das eigentlich da ist. Aber man könnte sich vorstellen, dass das für eine Zwischensequenz auch mitgedacht ist. Das sind nämlich Ragnaros-Ebenen. Und die sind hauptsächlich oder beziehungsweise sind vermutlich erst am Ende der täglichen Quest-Hubs zugänglich, beziehungsweise haben etwas damit zu tun. Denn in Vorschauen sind die Ragnaros-Ebenen noch nicht thematisiert worden. Und jetzt schauen wir uns mal so die Questgebiete der verschiedenen Fraktionen an, weil es gibt ja zwei Fraktionen, denen man sich widmen kann, wenn man genug Marken freigeschaltet hat. Und eine davon, das sind die Schattenwächter. Und da schauen wir uns mal an, in welchem Gebiet man für die questen darf. Zum einen die Wildflammenspitze, dann zum anderen das Gelege der Witwe. Da sind wir jetzt leicht zu erkennen an den vielen Spinnen. Ja, auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns gleich noch den einsamen Turm an. Also die Namen sind ja schon mal vielversprechend. Ja. Im Gelege der Witwe, ihr seht, warten Spinnen auf euch. An den meisten könnt ihr einfach vorbei, an manchen nicht. Und da erledigt ihr dann diverse Quests für die Schattenwächter. Das ist, oder die Quests erhaltet ihr dann vermutlich hier am einsamen Turm. Da wird sich nämlich das Quest-Hub aufbauen. Mit den Quest-Hubs oder Quest-Stützpunkten ist das ja so, ihr entscheidet euch entweder für die eine oder die andere Fraktion, könnte die andere Fraktion immer noch spielen. Also ihr werdet nicht endgültig von der einen Fraktion ausgeschlossen, sondern macht halt erst meinetwegen die eine Fraktion und dann die andere. Und ja. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt auch noch. Wir haben uns nämlich anfänglich für die Druiden der Kralle entschieden. Hier seht ihr gerade in unserem Tab, wir haben 150 der Weltenmarken erspielt. Das geht darüber, dass ihr natürlich einmal in den Feuerlanden, aber auch in Hyal noch ein paar tägliche Quests erledigt. Das ist so etwa 11 Tage braucht ihr dafür, weil ihr für die gesamten täglich zur Verfügung stehenden Quests 14 Marken erhaltet. Das heißt, 140 in 10 Tagen und dann nochmal 14 drauf am 15. Tag und schon am 11. Tag. Und dann könnt ihr euch ein neues Quest-Hub freischalten. Wie gesagt, wir entscheiden uns hier für die Druiden der Kralle. Die klangen irgendwie spannender. Das Maiev-Double, was man vorhin gesehen hat, das war dann der NPC, den man ansprechen muss, um für die Schattenwächter sich anzumelden, rekrutieren zu lassen. Genau. Und ihr seht schon, wir befinden uns hier bei dem Anführer der Druiden der Kralle, der sagt, eigentlich habe ich so nicht wirklich Bock dahin, aber es scheint ja wirklich dringend zu sein, deswegen, okay, gehen wir halt mal hin und fliegen da vorbei. Und das findet auch in der eigenen Phase statt, das sieht man auch gerade, da verschwinden sie und wenn man das erledigt hat, dann kommen sie auch nie wieder. Sind sie für immer fort. Genau. Und es grünt. Ja.
Auf jeden Fall. Das ist ja quasi das Ziel gewesen von Malfurion. Der möchte so eine Brücke zwischen Feuerlande und Hyal schlagen, damit das Tor auch immer offen gehalten werden kann. Und da wächst das Bäumchen, was er anfangs gepflanzt hat, so ein kleines Dingle, langsam heran. Sehr schön. So, und jetzt kommt die Quest, die ein bisschen knifflig wird gleich. Ja. Weil jetzt soll man irgendeinen Feuerlord-Monsterviech hier angreifen, aber das ist hinter Flammenwänden versteckt. Ja, man sieht es schon da im Hintergrund, das ist alles voll mit Feuer. Und da müssen wir erstmal zum NPC laufen und daneben seht ihr den Windrufer. Der sorgt dafür, dass das Feuer teilweise erlischt. Und da müsst ihr hinter ihm herlaufen, nicht zu schnell, weil dann steht ihr mit ihm in den Flammen drauf und könnt mal schnell draufgehen. Aber auch nicht zu langsam, weil die Flammen kommen hinten langsam wieder nach. Und während der gute Herr da so durchgeht und sich durchpustet, müsst ihr ihm die NPCs hier vom Leibe halten. Und es ist eben ganz schön gefährlich. Man sieht jetzt schon, wie das Flammenwändchen da von hinten an dich rankommt. Und du hast schon relativ wenig Lebensenergie, weil du am Anfang eben genau mit ihm mitgelaufen bist. Man muss ihm ein bisschen Vorsprung lassen. Richtig. Und wenn man Pech hat, dann geht man auch mittendrin drauf. So ist es mir leider passiert. Deswegen haben wir auch ein kleines Problem mit dem Zeigen der neuen Quests, die danach zur Verfügung kommen, weil es da einen Bug gibt. Da hat uns der Testserver einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und die können wir momentan noch nicht zeigen, aber immerhin die Questgebiete schon, weil wir sind ja auch fast durch. Und unter dem Feuermeer, durch das ihr euch durchgekämpft habt, kommt ihr beispielsweise in diese Höhlen rein. Das ist der geschmolzene Strom. Passender Name. Ja, allerdings. Das erinnert vom Look her an die bisherigen Feuerlande-Eindrücke, die ihr schon gesammelt habt, wenn ihr in Hyal gequestet habt. Wenn ihr euch erinnert, da durftet ihr mit Hypogryphen Dracheneier umstoßen und so einen Spaß. Und wie gesagt, da erinnert der Look hier dran und da kommen natürlich auch Gegner rein. Also flammig und feurig. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und dann gehen wir noch gleich zu einem zweiten der Quest-Hubs, beziehungsweise da, wo ihr auch noch questet. Es handelt sich dann um den Schwarzhauchgipfel, das muss man noch ein bisschen erklären. Da halten sich diese Feuergreifen auf. Und um da hinzukommen, müsst ihr ganz lustig wie in so einem Jump-and-Run-Spiel auf diesen hübschen Steinchen hier rumhüpfen von selbst und aufpassen, dass sie nicht abstürzen. Und das könnte dem einen oder anderen Spieler ein paar Herausforderungen abverlangen. So viel also zu den weiteren kleinen Eindrücken vom Testserver zu Patch 4.2. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben auch einen Bericht und ein ausführliches Video zur Questreihe mit Thrall, die als episch angekündigt war und nicht so richtig episch ist. Aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt und euch das interessiert, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ja, und wir machen weiter in der Show und zwar mit einem Thema, das viele von euch schon kennen. All Points Bulletin. Das ist ja schon letztes Jahr erschienen. Lief dann stolze 2 Monate oder so und dann ist es pleite gegangen. Und jetzt haben sich ein paar Entwickler das Ding geschnappt und es unter dem Namen APB Reloaded nochmal neu aufgearbeitet. Und das Ding ist jetzt in der Open Beta und ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ja, Reboots, den Begriff, den kennt man ja aus der Filmbranche, wenn man da bestimmte Filme einfach nochmal neu auflegt. Zum Beispiel Filmserien wie Spider-Man oder so weiter. Das gibt es auch in der Computerspielewelt und zwar bei All Points Bulletin. Das hier ist All Points Bulletin Reloaded und viele kennen das Spiel noch aus dem letzten Jahr. Da war es mal irgendwie 2 Monate da und dann ist es sang- und klanglos untergegangen. Und jetzt wird hier versucht, das Ganze nochmal neu zu veröffentlichen mit einem neuen Geschäftsmodell. Und Max, du hast dich hier in die gefährlichen Straßen von All Points Bulletin begeben und erzähl doch mal, wie spielt sich das Ganze? Ja, das spielt sich wie eine Art GTA und zwar befinden wir uns hier in der virtuellen Metropole San Paolo und ich bin einer der Kriminellen, das ist eine der 2 möglichen Fraktionen im Spiel. Es gibt noch die Vollstrecker und wir gehören hier zu den Bösen und haben unter anderem die Aufträge, Sachen zu Feuer zu legen, Autos wegzurauben und zu bestimmten Punkten zu bringen.
Und die virtuelle Metropole San Paolo ist eben in drei Bezirke unterteilt. Das ist der Tutorial District. Hier wird man mit den grundlegenden Mechaniken des Spiels vertraut gemacht. Ja, und das hier ist der Social District. Und im Social District, herrscht Waffenruhe sozusagen. Also da wird nicht rumgeballert, sondern da geht es halt darum, den Charakter ein bisschen zu individualisieren. Denn ihr könnt natürlich Klamotten tauschen mit euren Mitspielern. Und da gibt es dann ein Auktionshaus, ganz wie man das aus Rollenspielen auch kennt, wo dann die Klamotten ja angeboten werden. Hier sehen wir das gerade. Hier, das ist zum Beispiel das Auktionshaus, ne? Genau, richtig. Hier kann man so verschiedenen, genau, hier ist ein Hoodie, kann man sich dann anzeigen lassen und auch praktischerweise direkt als 3D-Modell einblenden lassen. Und damit kann man sich einkleiden. Die verändern nicht irgendwelche Statuswände, sondern sind nur rein optischer Natur. Also das kennt man ja auch aus Spielen wie GTA. Ich erinnere mal an GTA 4, wo der Nico Bellic da sich irgendwelche Cappies und Anzüge gekauft hat. Das war ja dann auch eher eine optische Geschichte. Ja, und hier hast du dich jetzt für so ein, ja, ich würde mal sagen Hafenarbeiter-Outfit entschieden. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer District. Und zwar müsste das der Financial District sein. Richtig, das ist einer der sogenannten Action Districts. In denen finden die missionsbasierten PvP-Kämpfe statt. Denn einen klassischen PvE-Modus fehlt in diesem Spiel. Und ja, hier kämpfen wir als Mitglied einer Gang gegen die Vollstrecker, die uns hier erlegen möchten. Wir müssen hier einen Wagen sichern. Ja, da hinten sehen wir auch die Angreifer, die da jetzt ins Bild stürmen. Und den hast du ja ganz gut abgewehrt. Stimmt, nach 2 bis 3 Treffern segnet mir hier das Zeitliche. Da muss man höllisch aufpassen, dass man immer in Deckung bleibt. Ja, also es ist jetzt nicht wie WoW oder so, dass man halt einen Gegner markiert und dann irgendeine Funktion auslöst und dann einfach stehen bleibt. Nein, es ist ein Shooter-Spiel und man muss halt den entsprechenden Shooter-Skill auch dafür mitbringen. Genau, also in erster Linie Reflexe. Es gibt eben hier keine klassische Charakterentwicklung, also keine Attributpunkte, die man verteilen kann, keinen Skill-Tree. So, hier bist du jetzt in einer anderen Mission oder ist genau, das ist eine andere Mission. In der muss ich hier verschiedene Zellen in Brand setzen sozusagen. Und da fahre ich gerade den Wagen weg, der mich hier ein bisschen behindert. Man kann hier natürlich auch Autos klauen, auch von den ganzen Passanten hier rumrennen. Richtig, das kennt man ja auch von GTA. Richtig, also die sämtliche Elemente, die man aus GTA kennt, kennt man auch finden sich auch in diesem Spiel wieder. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, was machen die Entwickler diesmal anders als vergangenes Jahr? Und vergangenes Jahr gab es ja Probleme mit dem Geschäftsmodell, das hat ja vielen nicht geschmeckt. Und wie sieht das denn jetzt aus? Ja, APB finanziert sich über Microtransactions und Abo-Modelle. Microtransactions kennt man ja von jedem Free-to-Play-Spiel und es ist im Prinzip ein Hybridmodell. Das wird ja immer erfolgreicher eigentlich in der Branche. Also zum einen die Microtransactions, zum anderen ein Basic- und ein Premium-Abo-Modell. Und wie sind denn da die Unterschiede zwischen Basic und Premium? Wenn man das Premium-Abo-Modell wählt, dann erhält man Zugriff auf spezielle, einzigartige Gegenstände oder Rabatte auf Gegenstände. Und man hat eine größere Möglichkeit, seinen eigenen Charakter einfach zu entwickeln im entsprechenden Editor, der dann im Spiel implementiert ist. Ja, Open's Bulletin, jetzt in der Open Beta. Schau doch einfach mal rein. Ja, ich hoffe, dass es diesmal klappt mit All Points Bulletin Reloaded. Und das nächste Thema, das orientiert sich an einem Spiel, das unglaublich erfolgreich ist. Ja, wir zeigen euch jetzt Terraria. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon oder hat schon mal davon gehört. Wer es noch gar nicht weiß, für den lässt sich das am ehesten beschreiben mit Minecraft in 2D. Klingt jetzt total komisch und abgefahren. Deshalb reden wir jetzt auch erstmal gar nicht viel, sondern gucken uns mal direkt an, wie das wohl aussieht. Terraria Online ist, ja, wie man sieht, ein 2D-Spiel mit ein bisschen Retro-Grafik. Das Besondere daran ist, dass es viele Elemente von Minecraft übernommen hat, was das Ganze ja ziemlich interessant macht. Und hier sehen wir gerade den Anfang vom Spiel. Ein paar Blobs hüpfen rum, die man kaputt hauen kann und Bäume kann man fällen. Ja, das kennt man auch als Minecraft-Spieler. Allerdings hat man hier von Anfang an schon ein Werkzeug scheinbar. Ja, das ist ja... Eine Grundausstattung hat man von Anfang an, sodass man gleich loslegen kann, Bäume fällen kann und sich ein bisschen der Gegner erwehren kann. Die sind am Anfang ein bisschen anstrengend, weil die recht zügig spawnen. Tagsüber sind es so Blobs, nachts kommen Zombies und fliegende Augen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich da relativ zügig dann ja einen Unterschlupf baut, wo man dann erstmal sicher ist und in Ruhe werkeln kann.
Ja, das Crafting-Menü sieht ja auch schon mal ganz anders aus. Da baut man, legt man sich jetzt also nicht die Rohstoffe so zurecht, bis sie quasi den Gegenstand ergeben wie in Minecraft, sondern man klickt sich das einfach aus so einem Menü zusammen. Ja, also da ist es etwas einfacher, man könnte auch sagen komfortabler, je nachdem. Sind auch andere Elemente, die da ein bisschen nicht ganz so anspruchsvoll sind bei Minecraft, zum Beispiel die Werkzeuge und auch die Rüstung, die man sich später baut, die werden nicht schlechter mit der Zeit, also die nutzen sich nicht ab, sondern wenn man die einmal gebaut hat, dann hat man sie und damit behält man dann die Upgrades. Und jetzt haben wir hier eben die ersten paar Sachen uns mal zusammengebastelt, haben zum Beispiel jetzt eine Tür uns gebaut, sodass wir dann auch wieder rauskommen aus dem Haus. Und jetzt sehen wir schon, wie das Haus ein bisschen fortgeschritten ist. Es ist 2D, aber trotzdem kann man hier noch Rückwände bauen, das ist auch ganz wichtig, weil damit es nicht zieht wahrscheinlich. Genau, dass es nicht zieht, ja. Sonst regnet es ja seitlich rein, wenn es windig ist. Nein, vor allem können dann keine Monster drin spawnen und eine Besonderheit ist, es gibt NPCs in dem Spiel, die dann einziehen, wenn man den Häuschen baut. Dafür müssen die aber auch eine Rückwand haben, brauchen Beleuchtung und einen Tisch und einen Stuhl, sonst fühlen sich die NPCs nicht wohl. Und was machen die NPCs dann so? Die meisten NPCs sind Händler, von denen man dann also bestimmte Gegenstände kaufen kann. Die sehen wir dann nachher auch noch. Also gibt zum Beispiel einen Munitionshändler oder einen Sprengstoffexperten, der einem einen Dynamit verkauft. Und es gibt eine Krankenschwester, die einen heilt. Und jetzt haben wir, Minecraft-Spieler kennen das, haben wir uns in den Boden gebuddelt und fangen an, ein bisschen abzubauen. Und hier haben wir eine Kupferader entdeckt und bauen das Kupfererz ab, um dann uns neue Ausrüstung erstellen zu können. Jetzt sieht man schon, hier ist Nacht geworden. Die Zombies klopfen an die Tür, kommen aber Gott sei Dank nicht rein. So dass wir ganz in Ruhe hier einen Schmelzofen erstellen können und mit dem Schmelzofen dann unser Erz schmelzen. Ja, also so in Grundzügen schon sehr inspiriert, sagen wir mal, dann doch von Minecraft. Das ist auf jeden Fall wahr. Aber es ist halt deutlich mehr Spiel irgendwie mit dabei. Also Minecraft ist ja so ein reiner Sandkasten und Terraria, so wie du mir das erzählt hast, ist ja schon mehr tatsächliches Spiel auch mit dabei. Das ist richtig. Also ja, die Grundgedanken sind schon sehr Minecraft-ähnlich. Man baut sich eben selber seine Ausrüstung zusammen. Aber es ist da mehr Spiel. Zum Beispiel, wenn man ja dann solche Untergrundhöhlen findet, ist auch eine riesengroße Karte. Man kann sich da stundenlang nach unten bauen, bevor man dann in einem Höllenlevel mit Lava ankommt. Und da gibt es dann auch Monster. Und wie man hier jetzt gesehen hat, es gibt dann auch Schatzkisten, wo man dann Artefakte findet, spezielle Ausrüstungsgegenstände. Hier zum Beispiel so ein Schilfrohr, mit dem man unter Wasser atmen kann. Und natürlich eben ganz wichtig auch, dass man dann die Erze abbaut, um sich dann neue Ausrüstung zu bauen. Zum Beispiel dann eine Rüstung, um weniger Schaden zu nehmen. Ja, es gibt, glaube ich, auch so echte Dungeons quasi, oder? Also pro Welt, wenn man Glück hat, ist mal einer da, der dann auch tatsächlich so angelegt ist, wie man das so sich vorstellen würde. Genau, der ist allerdings schon für höhere Level oder für bessere Ausrüstung. Nicht nur die Ausrüstung verbessert sich, man sieht jetzt hier, dass da sehr viel mehr Lebensherzchen da oben sind. In den Dungeons gibt es nämlich manchmal auch so Herzen, die man einsammeln kann und damit die maximale Lebensenergie steigert. Und du hast ein Kondom an. Ja, ich habe ein goldenes Kondom an. Das ist eine Rüstung aus Gold gebaut. Also hier sind wir jetzt schon ein bisschen weiter im Spiel. Auch schon mit einer ordentlichen ja, Festung, wenn man so will. Und da sind jetzt auch schon alle NPCs eingezogen. Da sieht man, die haben jetzt alle so kleine Hütten da unten. Sieht ein bisschen aus wie Gefängniszellen. Aber die sollen es ja nicht bequem haben. Die sollen mir nur zu Diensten sein. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal, wie du gesagt hast, ist ein bisschen mehr Spiel als Minecraft. Und unter anderem ist da ganz wichtig, von den Gegnern, die man besiegt, die lassen verschiedene Gegenstände fallen, aus denen man auch Sachen bauen kann. Aber man kann unter anderem an solchen dämonischen Altaren, die man manchmal findet, kann man dann spezielle Gegenstände erstellen, mit denen man Bossgegner beschwören kann. Und da haben wir uns jetzt mal ein paar gebaut. Und was wir hier jetzt noch machen, ist aus Sternen, da fallen nachts immer so Sterne runter, wenn man die einsammelt und 10 Stück hat, bekommt man einen lilanen Stern. Und wenn man den benutzt, dann steigt das Mana. Man bekommt nämlich später dann auch Waffen, also zum Beispiel Zauberstäbe, die Mana verbrauchen. Und so kann man das maximale Mana dann steigern. Und jetzt sind wir hier in einer korrumpierten Umgebung. Also das sieht man hier schon, das sieht ein bisschen fies aus. Und da sind auch fiesere Monster unterwegs. Und in dieser Umgebung können wir mit einem der Gegenstände, die wir jetzt vorhin gebaut haben, einen Bossgegner beschwören. Und zwar den Eater of Worlds, also den Weltenverschlinger. Den Killerwurm da, der da jetzt gerade durchs Bild geflitzt ist. Genau, den riesigen Killerwurm. Und der flitzt jetzt hier durchs Bild. Wie man sieht, der lässt sich auch nicht von Wänden oder irgendwas dann aufhalten. Hier sieht man es schön. Und versucht einen dann hier platt zu machen. Und wir wehren uns natürlich nach Leibeskräften.
Man muss sagen, den Kampf habe ich da zum ersten Mal gemacht. Ich war mir noch nicht ganz so sicher, wie es funktioniert. Ist noch nicht das Geschickteste, aber wie man sieht, es kriegt ordentlich Schaden. Ja, man sieht auch jetzt gut bei den Kampfanimationen, also was sie auch von Minecraft übernommen haben, ist so dieser sehr simplifizierte Grafikstil, der jetzt nicht auf mega hübsch macht, aber halt doch so seinen eigenen Charme hat. Irgendwie. So ist es. Hier bei dem Eater of Worlds ist es so, man denkt, naja, man haut halt drauf und macht Schaden und dann ist man irgendwann plötzlich überrascht, wenn man mal genug Schaden macht an einer Stelle. Das sollte jetzt gleich passieren, weil das ist nämlich gar nicht ein ganzer großer Wurm, sondern es sind ganz viele kleine Viecher, die aneinander hängen. Und jetzt habe ich da zwei Würmer draus gemacht. Ob das jetzt so eine gute Idee war, ist die andere Frage. Wie das halt so passiert. Aber jetzt hast du ihn ja doch noch ganz besiegt. Genau, und wenn man so einen Bossgegner besiegt, gibt es natürlich auch Loot. Und jetzt sammeln wir unten noch das Geld ein. Und zum einen haben wir hier einen Helm bekommen. Das ist natürlich immer schön. Und zum anderen gibt es dann auch spezielle Materialien, um sich bessere Ausrüstung zu bauen. Mit der haben wir uns jetzt den Rest der Rüstung gebaut, die zum Helm passt. Und zack, mit der neuen Rüstung gut ausgerüstet, sieht das schon gleich ganz anders aus. Und da wagen wir uns mal dran, noch den anderen Bossgegner zu beschwören mit dem anderen Gegenstand. Der ist ein bisschen leichter und jetzt mit der besseren Ausrüstung sollte der überhaupt kein Problem sein. Und den habe ich auch vorher schon ein, zweimal besiegt. Also man kann die auch immer wieder beschwören. Da weiß ich also schon, wie die Taktik ist. Das Auge von Cthulhu. Ja, eine schöne Lovecraft-Anspielung. Und das Auge von Cthulhu macht Schaden, wenn es einen berührt. Eigentlich soll es ja umgekehrt sein. Also ich möchte nichts im Auge haben. Aber es versucht uns zu rammen, dreimal. Und danach fliegt es über uns und wirft kleine Augen raus, die man dann kaputt machen muss, dass sie einem keinen Schaden machen. Bevor es dann wieder anfängt, einen anzugreifen. Und wenn das Auge von Cthulhu auf halben Lebenspunkten ist, dann verwandelt sich's und kriegt ein fieses Maul. Dann schießt es keine kleinen Augen mehr raus. Dafür verfolgt es einen die ganze Zeit und macht auch deutlich mehr Schaden, wenn es einen erwischt. Also da muss man dann geschickt ausweichen und ordentlich draufhauen, um das Auge platt zu machen. Ja, da sind wir dann halt wieder beim dem Thema, dass es deutlich mehr Spiel ist als Minecraft. Gibt also auch echte Bossgegner, die dann auch so spezielle Kampfmechaniken haben, wie man das so aus Actionspielen kennen würde. Ganz nette Sache, aber auch gerade mir bei Minecraft, dieses Sandkastending ist ja ganz nett, aber wenn man das dann irgendwie so ein paar Stunden gemacht hat, irgendwann will man da ja vielleicht auch so ein bisschen mehr unterhalten werden vom Spiel selber. Und dafür gibt es zum Beispiel bei Terraria noch spezielle Events. Zum Beispiel gibt es eine Goblin-Invasion, wo dann Goblins angreifen. Oder hier Blood Moon heißt das. Das ist ja die Zombie-Apokalypse. Da spawnen alle Gegner viel schneller und es gibt wahnsinnig viele Zombies. Und die Zombies können Türen aufmachen, was sie sonst nicht können. Deswegen habe ich hier auch so einen kleinen Burggraben hingebaut, dass die nicht in meine Festung reinkommen und mir die NPCs platt machen. Terraria ist auch bereits erschienen, also wenn ihr jetzt Lust drauf bekommen habt, könnt ihr euch sofort kaufen und zwar auf Steam, kostet knapp 10 Euro. Es hat übrigens auch einen Mehrspielermodus, da kann man dann auch mit mehreren Spielern zusammen kooperativ spielen oder einen PvP-Modus gibt es auch. Also eine sehr runde Sache für alle Leute, die zwar das Minecraft-Spielprinzip mögen, aber da gerne so ein bisschen mehr Spiel dran hätten einfach. Und wir machen weiter mit unserer Free-to-Play-MMO-Reihe. Diesmal handelt es sich um Bounty Hounds Online und das ist ein MMO, das in so einer Science-Fiction-Welt spielt. Ja, Science-Fiction ist das Thema von Bounty Hounds Online, ein neues Free-to-Play-Spiel und das schauen wir uns jetzt hier an. Jan, du hast dich hier schon mal reingestürzt. Was hast du denn zu berichten? Ja, also es handelt sich hierbei um ein Sci-Fi-MMORPG. Hier sehen wir jetzt mich gleich direkt in der Action, wo ich ein paar kleinere Gegner fertig mache. Das ist noch ziemlich am Anfang des Spiels. Allerdings kommen im späteren Verlauf auch noch weit größere Gegner auf einen zu. Ja, gleich die erste Frage am Anfang. Ist es ein direktes Kampfsystem? Also muss ich mich tatsächlich bewegen und zuhauen oder reicht es, wenn ich den Gegner markiere und irgendeine Fähigkeit auslöse? Also es reicht, um ihn zu markieren. Ich klicke den einfach an und dann wird der Angriff automatisch ausgeführt. Je nachdem, wo ich mich auch befinde, wechselt dann der Charakter auch zwischen Nahkampf und Fernkampf automatisch hin und her. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einige Items, die der Gegner verloren hat. Darunter sind Quest-Items oder auch Leben, die man dann später verwenden kann. Ja, hier sind wir im Charakterbildschirm sozusagen. Das sind deine verschiedenen Charaktere? Also das ist jetzt erst die Klassenauswahl. Es gibt insgesamt 5 Klassen.
Und hier kann man auch noch ein bisschen das Aussehen verändern, was allerdings nur auf den Kopf des Charakters Auswirkungen hat. Zum Beispiel Gesicht, Haare, Haarfarbe, Hautfarbe und so weiter. Ich merke schon, das Aussehen gefällt dir ganz gut, ne? Ja, sehr schön. Übrigens startet man am Anfang des Spiels mit den Klamotten, die man jetzt trägt. Was bei mehreren Spielern sehr lustig aussieht. Ja, da kriegen wir gleich Applaus. Das hier, das ist jetzt, sieht ziemlich kompliziert aus. Genau, das ist jetzt das Skillsystem, da kann ich mir die Fähigkeiten aussuchen. Ja, man sieht, man kann auf einen Punkt gleich mehrere verteilen. Und es werden auch die Systeme, die Skill-Trees von den anderen Klassen angezeigt, die für mich allerdings jetzt erst uninteressant sind. Also für mich ist jetzt das Aktuelle hier wichtig. Ja, da vor dir, das ist natürlich auch der Questgeber. Das kennt man ja auch aus anderen MMOs. Also an dieser Mechanik hat sich grundsätzlich nichts verändert. Wie viele Klassen gibt es denn überhaupt? Es gibt insgesamt 5 Klassen, darunter auch so Standardsachen wie Medic oder auch ein Spion, alles Mögliche. Genau, hier sehen wir jetzt, dass schon in der Beta einiges los ist. Da sind zwar auch ein paar NPCs bei, aber man sieht im Hintergrund schon auch einige rumlaufen. Genau, jetzt nehme ich hier jetzt gleich eine Mission an. Das sieht man an den Ausrufezeichen. Die roten sind immer Hauptmissionen, die anderen sind Nebenquests. Genau, und hier sehe ich dann, was ich dafür halte, wie viele Experience Points und ob ich irgendwelche Items bekomme. Ja, wenn du hier so ein bisschen durch die Stadt läufst und Quests abgibst, eigentlich sollte die Beta von Bounty Hounds Online ja schon ein bisschen eher starten. Allerdings entstand das Spiel in Japan und da kam ja dann dieses Erdbeben dazwischen. Deswegen mussten die Entwickler das Ganze verschieben. Das mal so als kleine Anekdote am Rande. Jetzt läuft es endlich. Wir haben dazu auch Beta-Keys verlost. Es müssten auch noch ein paar da sein. Also da könnt ihr mal schauen, ob ihr euch da noch einen sichern könnt. Und ja, jetzt bist du gerade dabei, eine Quest zu erfüllen und hier diese komischen Stachelschweine kalt zu machen. Genau, oder dabei kriege ich auch ein bisschen Unterstützung von anderen Spielern, die so nett sind und mir meine Items, die ich eigentlich haben wollte, auch klauen. Ja, hättest du mal eine Gruppe gegründet, ne? Ja. Online-Rollspiel kann man ja reden mit anderen Menschen. Ja, vielen Dank für den Eindruck erstmal. Ja, bitte. Zu Bounty Hounds Online. Wie gesagt, schaut es euch an. Beta Keys noch auf BAFT. Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier in unser sommerliches Freiluftstudio. Ich hoffe, nächste Woche können wir auch wieder hier aufnehmen. Ja, das ist natürlich alles nur Greenscreen, aber das erzählen wir natürlich niemandem. Wenn ihr Kommentare zur BAFT-Show habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail oder kommentiert fleißig da unten drunter in dem Kommentarfeld. Könnt ihr euch auch wünschen, wo wir nächstes Mal moderieren sollen. Vielleicht. Genau. Weiß ich nicht. Vielleicht. Das war's. Für uns jedenfalls ist jetzt Feierabend. Tschüss. Ja, hallo liebe User und herzlich willkommen zur BAFT-Show für diese Woche. Ja. Aber so ein Profil sieht bestimmt total fett aus. Ne? Ah. Let's go. Keine Kosten und Mühen gescheut. Für den Greenscreen. Okay, alles klar. Wow. Hallo und herzlich willkommen, liebe User, zur BAFT-Show, zur Freiluft-BAFT-Show. Zu den kleinen Impressionen vom Patch 4.2 Tester. Jetzt, wenn die Sonne einen Strich durch die Rechnung macht, die ist jetzt zu hell geworden. Ich finde sie super. Scheiß Sonne! Weißt du, Sonne ist auch echt so nix zu gebrauchen. Echt die Sonne. Unfassbar. Hier drunter befindet sich das Tonstudio, da kommt auch das Kabel raus. Und ja, mit APB und nochmal. Das ist vom Fahren WoW, oder? Mutig. Ne, lass ihn doch mal. Ja. Du sitzt doch nicht mehr drauf, das ist das Problem. So was? Was? Ja, zu wünschen wäre es auf jeden Fall, dass All Points Bulletin jetzt nicht verschwindet, denn das Spiel ist gut genug. Und wir fangen nochmal von vorne an, bitte. Danke. So. Wow, hallo. Science-Fiction-Welt spielt und da gucken wir jetzt mal hin.
Und ich könnte mich killen für diesen letzten Satz. Ich bin so doof. Sichern könnt. Und ja, ich würde sagen... Ein Kooperativspiel und einen kleinen PvP-Modus gibt's auch. Also alles in Reim, alles in Rallem. Rall. Okay. Wir steigen auf, springen darüber, springen in den See rein. Das wäre großartig. Wenn ich so ein bisschen mehr verdienen würde, würde ich es machen, glaube ich. Okay, gut. Was machen wir jetzt? Oh. Bounty Hots. Okay, genau, weg. Okay. Ja. Du gehst raus. Nee, ich geh raus. Was machen wir jetzt? Aufwärtspolitik? Ich gehe jetzt aus Terraria. Okay.